Hallo ihr Lieben, sorry, meine Haare sind noch komplett nass und ich fühle mich wie bla, aber es geht endlich los mit Kuro Eis und ich habe mir vorgenommen, euch auf den Weg mitzunehmen. Und wir gehen jetzt zu Hamburger Großmarkt und kaufen Sachen ein für die ersten Chunks-Tests, weil wir komplett neue Produktion, einen komplett neuen Standort mit einem komplett neuen Partner haben, der übrigens auch unser Geschäftsführer ist mit einer anderen Firma, beziehungsweise selber, aber seine Firma ist auch unser Eishersteller. Und ja, wir machen Chunks oder ich mache Chunks. Und zwar mache ich Tests, ungefähr 4 Kilo von jeder Sorte, weil wir eine Schneidemaschine kaufen. Ihr glaubt nicht, was sowas kostet. Ich sag nur 3 Kleinwagen mindestens, neu. Also eher mehr, eher 4. Was so eine Maschine kostet, das ist absolut unnormal. Aber die Arbeit, die es braucht, um Chunks zu schneiden, ist noch unnormaler. Und weil wir die erstmal austesten, muss ich Chunks vorbereiten. Weil das sind so verschiedene Konsistenzen, so weich. Unsere Truffles, die schmelzen einem komplett weg. Muss gucken, ob die Maschine das ordentlich schneiden kann mit schönen Kanten und alles irgendwie gleich groß. Die Cookie Dough Chunks, die Brownies, die Kekse, die Cookies, die halb gebackenen, die verschiedenen Arten von Cookie Dough mit den Nüssen drin, mit Schokoladenchunks drin, verschiedenen Größen Chunks, Schoko-Chunks in dem Cookie Dough. Also ja, eine Menge auszutesten. Und ich werde heute die Zutaten dafür einkaufen. It's been a while. Seitdem ich im Großmarkt war, das ist ein bisschen Flashback-mäßig, dann wird es in der Produktion eingelagert. Ich werde dort die Küche so testmäßig einrichten mit riesen Planetenrührer und Schockfrostern und so weiter. Alles vorbereiten und nächste Woche testen wir dann diese Schneidemaschine. Oh mein Gott, da nehme ich euch auch mit. Und morgen testen wir den Backofen, auch so ein riesen Industrieteil. Das wird auch spannend, auch noch nie benutzt. Ich fühle mich undercover. Gerade Speisesteig in der Hand. Bin gerade bei Hamburger und suche Sachen. Ein bisschen was wurde umgeräumt. Aber wir finden es. Wir finden es. Bis gleich. Stichwort Schokolade. Wir nehmen mal die. Und die. Weil vegan und so. Die hatten wir früher. So, dann und das denn. Ich wurde abgeholt, beziehungsweise der Einkauf wurde abgeholt. Ich schwinge jetzt aufs Rad. In die Produktion, das ist nämlich nur 4-5 Minuten von hier. Dann wird ausgeräumt und dann wird gebacken. Let's go. Sorry, ich bin gerade ein bisschen hyped, weil es endlich wieder losgeht. Mal schauen, wie lange das anhält. So ihr Lieben, Stand der Dinge. Ich suche immer noch. Wir haben leider nicht alles da, was wir brauchen. Und gerade scheitert es an einer sehr kleinen Sache. Aber schaut mal, was angekommen ist. Unser Rührer. Was für ein Monster. Das wird jetzt echt eine andere Nummer. Unsere Fleimilch ist da oben und, Moment, ich kann euch hier nicht alles zeigen, aber das ist unsere neue Tiefkühlzelle. Die Pasten sind nicht für Koro-Eis, keine Sorge, das ist nur vom Hersteller. Das hier ist die Abfüllanlage. Das geht da hinten noch so weiter. So krass. Unsere Becher sind woanders gelagert, 60.000 Euro sage ich nur. Die sind aber auch gekommen und das da hinten ist unsere Eismaschine. Sneak Peek. Hello, heute ist der Tag, an dem wir unsere Schneidemaschine austesten und ich bin so gespannt. Ich muss mich jetzt beeilen, weil die sind eine Stunde zu früh da. What? Das ist mehr als deutsche Pünktlichkeit. Also, let's see. Ich hoffe, dass diese paar Stückchen, die ich letzte Woche vorbereitet habe, als Platten jetzt von diesem Gerät geschnitten werden können. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es funktioniert. Ist eher der Preis. Hey ho, let's go. Ich hole die Chunks. Die Maschine ist da. Wir haben auf mich gewartet. Jetzt wird es kalt. Oh, da habe ich meine Chunks vorbereitet. Und da. Kleiner Moment. Da fangen wir mit dem an. Ey, der Akku entlädt sich hier so schnell. Ihr glaubt das gar nicht. Oh Mann. Wir können jetzt wieder starten. Ja. Wir müssen jetzt die Ecke ja nur hier ist annehmen. Okay. Die Not. Ja. So, das fallen wir mal an. Ich mache euch an dieser Stelle mal ein Voice-Over, aber ihr seht hier, wie die Maschine geschnitten hat. Und wir haben halt so die schwierigsten Stückchen, also Keksteig, Peanut Butter Cups und sowas. Das ist jetzt Keksteig in dem Fall. Das erste Mal versucht zu schneiden. Daher, bei dem dachten wir erst, der wäre zu dünn, aber tatsächlich hatte der die richtige Dicke. Und haben auch die Maschine erstmal gelernt und auch das Backblech, was wir hatten, war einfach nicht das Richtige. Aber solche Learnings, die macht man und dann weiß man Bescheid und hoffentlich, wenn wir die Maschine dann kaufen sollten, wissen wir,
wie wir es richtig machen. Genau, also der hier war zum Beispiel ein bisschen zu dick und dann muss man auch die Geschwindigkeit der Maschine einstellen. Und das waren die Peanut, nee, das waren die Truffles, bevor sie ihre letzte Verfeinerung bekommen. Und das hat erstmal gar nicht funktioniert. Haben wir echt irgendwie rumprobiert. Aber auch da haben wir dann einen Trick gefunden. Man darf es halt auch echt nicht zu lange draußen bei Raumtemperatur liegen lassen, weil die dann so weich werden, dass die schmelzen. Also diese Truffles oder auch die Peanut Butter Cups, die sind so schwer zu handeln. Aber es hat dann doch ganz gut funktioniert. Waren nur ein bisschen zu dick beide. Aber ja, now we know. Das sind so Half-Baked-Cookies von unserem Baked and Unbaked. Wird ja alles vegan jetzt bei uns, auch Baked and Unbaked, also Berry Cheesecake, also die Sorten, die vorher nicht vegan waren. Ich gebe euch dazu nochmal ein Update. Aber ich kann euch schon sagen, checkt den Online-Shop. Hoffentlich Ende Juli, Anfang August geht's los.